Der feine Zwirn zeigt es an, Champions League ist angesagt. Für Ralf Hasenhüttl und RB Leipzig geht es ums Überleben in der Königsklasse. Das ist für uns morgen schon so etwas wie ein Endspiel. Und da nochmal alles reinzupacken, ist einfach Pflicht gegen einen sehr, sehr guten Gegner. Klarerweise, dass man da nicht so im Vorbeigehen gewinnt, ist uns allen klar. Ein Endspiel, beide Teams wollen noch ins Achtelfinale. Für beide ist ein Sieg Pflicht. Beide Mannschaften hilft ein Punkt relativ wenig und deswegen wird es das, was hier auch schon angesprochen wurde, sicherlich ein Spiel werden, das mit einem offenen Schlagabtausch enden wird, weil jede Mannschaft wird voll auf Sieg spielen müssen, weil ansonsten die Chance auf sein Weiterkommen praktisch dahin ist. Ein Auswärtssieg in Monaco, das schaffte in der Champions League noch keine deutsche Mannschaft. RB ist in der Fremde auf der europäischen Bühne noch ohne Punktgewinn. Doch die Franzosen verloren ihre letzten drei Heimspiele in der Königsklasse. Wenn wir es nicht schaffen, auswärts mal einen Dreier zu holen, haben wir es uns auch nicht verdient, in die nächste Runde einzuziehen. Und dann ist das Thema eigentlich auch zu Recht durch. Derzeit steht Leipzig auf Platz 3 und würde sich so für die Europa League qualifizieren. Stand heute denke ich nicht an Euroleague und denke ich nicht an Ausscheiden, sondern denke ich daran, dass wir morgen dieses Spiel gewinnen wollen mit aller Macht. Und solange die Chance besteht, an Position 2 über die Ziellinie zu gehen, konzentrieren wir uns darauf und auf nichts anderes. In der eigenen Hand hat RB das Achtelfinale nicht mehr. Mit einem Sieg in Monaco wäre aber zumindest Platz 3 sicher.